Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LS22 hier auf der schönen Italien-Map. Werden wir heute dieses Feld komplett fertig bekommen? Ich glaube nein, aber wir werden es zumindest versuchen. Und wenn du dran bleibst, habe ich gleich noch ein kleines Schmankerl von der Gamescom für dich, beziehungsweise eigentlich eher ein Hashtag Werbung-Schmankerl, aber du kannst auf jeden Fall ordentlich was sparen und kriegst noch einen Bonus dazu, wenn du mich unterstützen möchtest. Vorher, wir wollen Feld 2 abtanken. Ich glaube, ich habe das schon hier eingestellt. Was ist passiert? Zeige ich euch gleich. Ich habe was Wunderbares gemalt hier auf der Map. Ich wollte ja mal ein bisschen rumprobieren. Das zeige ich euch auch. Also gerne in dieser Folge dranbleiben und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr diese Unterhaltung mögt. Wir sind also hier auf der Ernte. Ich habe zwischenzeitlich eine Ernte auf Feld Nummer... Nee, die hatten wir fertig, ne? Genau, die hatten wir fertig. Vielen Dank auch für das Feedback in den Kommentaren zu diversen Punkten, die ich ja auch angesprochen habe in den Videos. Unter anderem, dass es natürlich ein bisschen schade ist, dass der Entwickler hier die Map nicht weiterentwickelt. Und ja, noch eine Sache, und da bin ich mit meinen ganzen Sachen erstmal durch. Ich teste hier eine etwas veränderte Technik zum Aufnehmen. Wenn es zu Rucklern kommt oder ihr irgendwas anderes merkt, was komisch sein könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber... Also ich meine, jetzt nicht das Ruckeln vom Spiel hier, ne? Also das, wenn das Nachladeruckeln, das kennt ihr ja vom Spiel her selber, ne? Also das gerade, wenn es nicht angeht und solche Sachen, sondern diese Frame-Einbrüche, die wir, glaube ich, auch bei dem unfassbar guten Railroads Online hatten. Übrigens, da hatten wir auch ein Entwickler-Interview dazu auf der Gamescom. So. Genau. Ich glaube, ich zeige euch mal, beziehungsweise erstmal, bevor ich es vergesse, haben wir was im Angebot. Ein Sepp Knüssel und ein Pöttinger Jumbo für 250 PS, die haben wir nicht. Und ein Case IH mit 175. Da könnten wir theoretisch mal gucken, welche Größe er denn ist. Im Sonderangebot kriegen wir da alle. Ja, wir kriegen alle im Sonderangebot. 175 PS, folgendes. Lass uns mal kurz den Fuhrpark angucken und schauen, was wir denn brauchen. Wir haben den Fendt für den Rudolf. Wir haben den massiven Ferguson mit 250 zum Krampe. Wenn der hier 50 fährt, das tut er, wäre das vielleicht eine Überlegung, den als Transporttrecker zu nehmen. Wollen wir das mal machen? Weil dann können wir nämlich, ne, wir wollen ja möglichst viele Maschinen haben, möglichst viele Felder haben. Und der kann dann direkt vor der Seemaschine bleiben. Und das ist ja so ein bisschen das Ziel, was wir haben. Wir haben gerade ein Sonderangebot. Ich sehe aber nicht, dass wir den hier kaufen. Das sehe ich nicht. Und wir haben dann Casey hier auf dem Hof, ne? Ist voll eigentlich Schnapper, ist zum halben Preis. Würde ich sagen, machen wir. So, mit Frontlader brauchen wir nicht. Breitreifen für Straße brauchen wir nicht. Welche Reifen nehmen wir? Für Straße würde ich eher Federstein nehmen. Die ich immer falsch ausspreche. Ich glaube, die heißen in Wirklichkeit Vredestein oder so, ne? Ja. Naja, tu einfach so, hätte Garo es nicht gesagt. GG. Und dann haben wir die Traktoren Trecker genannt, ne? So, da sind wir bei 004 005 TR. Geht die gleich die Staffel direkt los mit Neueinkäufen. Haben wir noch irgendwas vor der Aufbau? Nein. Ist der nächste Motor mit 175 PS kaufen. Und dann nehmen wir noch ein Gewicht dazu. Würde ich mal so vorschlagen. Und das trifft sich ganz gut, weil dann können wir direkt hier, kann ich euch noch die anderen Sachen zeigen. Zum Transport brauchen wir jetzt so ein Riesengewicht, ne? Wir hatten, glaube ich, noch nie so ein richtig schönes Tenwinkel eigentlich. Können wir mal nehmen. Nur so ein kleines, reicht ja schon. So. Gut. Kurz schauen. Als Spritzentrecker natürlich auch geeignet, ne? Weil ich überlege gerade, ob der kleine Trecker hier nicht besser geeignet wäre, um dann so einen kleinen Anhänger zu bekommen und dann die Hühner zu füttern. Denn
der Unimog, der ist da jetzt nicht so. Ne? Gut, hier, neuer Trecker. Nicht neuer Träger, sondern neuer Trecker. Sag das immer wieder. Grüße gehen raus an meine Community, an meinen Discord-Server. Übrigens, ganz kurz, alle Plus-User, muss ich auch noch sagen, schaut auf der Plus-Seite vorbei, da gibt es eine kleine Abstimmung zu einem geplanten neuen Feature. Da brauche ich eure Hilfe, eure Unterstützung. Ich freue mich unfassbar drauf, was ich davor habe. Und wir schauen dann mal, ob das alles so klappt. Aber da brauche ich ein bisschen eure Unterstützung. Schaut einfach mal, ob ihr das da findet. So, wir gucken hier mal von innen. Oh, schön mit dem Display, das funktioniert auch, ne? Ist alles drauf. Geil. Schick. Sehr, sehr schick. Probieren wir mit dem neuen Anhänger. Das hier funktioniert auch. Wir haben hier übrigens Raps, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich versuche das ja immer noch, meine Raps-Mais-Schwäche zu überwinden. Und ja, bei den Preisen übrigens, da vielen Dank auch an den guten, wer war's? Ich würde jetzt wahrscheinlich was Falsches sagen, aber ich hatte ja das andere Preis-Add und hat gesagt, ich nutze das hier. Das hier. Und das ist wirklich, ich habe noch nicht alles verstanden, aber das ist wirklich gut. Das zeigt dir hier den Wert dessen, was du auf Lager hast, wenn du es denn verkaufen würdest an den Standorten. Es zeigt dir hier, wenn du es denn verkaufen würdest zum allerbesten Preis, was es dann wert ist. Und das sehe ich jetzt erst. Manchmal sitzt man hier vor Tomaten auf den Augen. Was wäre denn der beste Monat, um zu verkaufen? Dem traue ich nicht so ganz, weil das hier entspricht nicht dem, was wir in der Übersicht des Spieles selbst sehen. Ja? Wir sehen also hier, wir würden 33 bekommen, 35 wäre der Bestwert. 91 zu 100.000 würde ich jetzt aber noch nicht verkaufen, denn auch im Spiel wäre erst im nächsten Monat wahrscheinlich der beste Preis. Wir haben noch einiges auf Lager, wir kriegen also noch ordentlich Geld rein über die Verkäufe und wir ernten ja gerade auch ohnehin weiter. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann nächste Sache. Wir haben Geld. Wir werden ja jetzt erstmal keinen Hof kaufen, sondern das hier ausbauen. Und da seht ihr auch schon so ein bisschen, was ich euch gleich noch zeigen werde, was ich da gemalt habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Das heißt, wir könnten theoretisch das jetzt noch verbleibende Geld in weitere Felder investieren, denn nur damit bekommen wir ja mehr Geld. Es kann nicht sein, dass wir hier einen riesen Hof bauen, dafür aber das Feld wegmachen und das hier eigentlich unser Gewinnbringer ist. Und wir könnten uns das hier kaufen. Boah. Das ist aber schon eine Hausnummer, ne? Dann kommen wir zwar weg von dem Hof, aber wir haben das ja mit einer Ernte wieder drin und nach der zweiten Ernte haben wir doppelt so viel bekommen. Und wenn wir jetzt den Hof holen und dann wieder mit zwei Feldern, aber das ist ja, wenn wir den Hof holen, wenn wir nicht dann sofort irgendwann einen größeren holen. Und das wäre hier nah bei, dann kann man auch mehrere Felder nacheinander bewirtschaften. Hier sind auch noch die Hallen dafür. Das hier kostet... Warte mal, das ist doch fast genauso groß. Hier würde ich sogar die Felder vielleicht verbinden können. Das ist doch in etwa gleich groß, oder? Würdet ihr mir nicht zustimmen? Und es kostet nur 237. Ich würde mir das mal eben angucken wollen. So, das ist nämlich hier oben. Genau, weil hier haben wir unser Feld. Da ist der Weg direkt vom Hof und dann auch zu den Feldern hin. Und jetzt, wo wir die fantastische Mod haben, dass wir durch die Zäune fahren können. Beziehungsweise die Zäune uns nicht dauernd irgendwie aus der Spur werfen. Das ist ja eigentlich eher das Nervigere. So, das wären hier die Felder. Wir haben hier ein kleines Feld... Aber das ist schön. Guck mal hier mit diesem Mittelstreifen. Irgendwann könnten wir dann hingehen, diese Bäume fällen mit Forstwirtschaft. Da können wir hier das alles weg. Grubbern und pflügen. Und die Felder verbinden. Und dann würde ich aber allerdings nicht mehr sagen, oh, ist das schön. Weil dann ist es nämlich weg. Das ist auch ein bisschen blöd. Also hier einmal ein schönes Feld. Dann hier ein schönes Feld. Das geht dann bis hier. Sind
Das ist schon... Da kann man nicht meckern. Ich kenne uns schon, dass wir dann auf jedem Feld das gleiche anbauen. Was aber nicht passieren soll. Ne? Wir wollen ja bei Maschinen und Feldern in die Breite gehen. Hier wären dann Zäune, die man vielleicht entfernen müsste. Was auch schön. Ne? Es ist halt eine schöne Map, aber es ist so ein bisschen... Mich beschleicht der Eindruck, dass der Map-Entwickler hier nicht weitermacht. Weißt du, was wir machen? Wir kaufen das. Zack. Unsers. So, gucken wir. Es muss ja jetzt langsam mal vorangehen, ne? Also, ist gedüngt, ist gut. Wir müssen übrigens alle Felder mal wieder kalken. Seht ihr? So, was haben wir? Wir haben... Na, gucken wir mal. In Wachstum, erntereif. Wir können hier direkt ernten, Leute. Haben wir das Feld mit Ernte gekauft? Was wächst denn da drauf? Was ist das hier? Kraut entfernen. Ach, du dicke Männer. Ach, du lewe J. Nee, was machen wir denn jetzt? Da müssen wir gegebenenfalls einen Kartoffelernter leihen. Richtig. So, und hier haben wir Hafer erntereif. Oh Leute, was haben wir denn hier angefangen, ey? Ja, aber jetzt, ne, mit mehr Maschinen, jetzt geht's langsam los. Also, das Projekt ist ja erstmal so ein bisschen friedlich vor sich hingeschlummert, aber es muss natürlich weitergehen. Und hier wird dann auch schon wieder abgetankt. So, das heißt, Kartoffelernte. Kartoffelernte. Wenn wir einen Kartoffelernter kaufen würden, würde der uns so viel kosten. Ganz ehrlich, Leute, nee. Gibt es mittlerweile kleine... Ah, ja gut, natürlich gibt es kleinere. Das ist wieder schon eine Frage. Den hier zum Beispiel. Grimme Evo 290. Da brauchen wir noch den... hier brauchen wir noch wie heißt es denn? Ein Kraut-Dings, ein Krautschläger für, ne? Heute ein bisschen Wortfindungsstörung. Und wir könnten natürlich den Keiler nehmen. Den Keiler haben wir schon getestet, den Grimme Evo glaube ich noch nicht, ne? Hat der nicht einen Krautschläger dran? Kann erst nach dem Cornelius. Ja, hat er nicht. Also den könnten wir halt leihen. Brauchen wir auch einen Trecker mit 200 PS. Das heißt, es kann nur der große Dings machen. Und Kraut schlagen, nochmal 65 PS. Das geht nicht in einem Durchgang. Dann würde ich sagen, jetzt los geht's, ne? Ja, was wollte ich nur sagen? Wir haben mit unserem fantastischen Partner Games Planet wieder mal einen Schmankerl für euch. Und mache ich mal eben kurz den hier. Denn ihr könnt nicht 5, nicht 10, sondern 15% sparen. Muss ich husten hier. Vor lauter Schreck. Und zwar auf die Premium. Jetzt muss ich kurz überlegen. Edition. Ja, die Expansion spart ihr 10. Die Expansion spart ihr 15% bei unserem Partner Games Planet. Link in der Videobeschreibung und ihr bekommt, wenn ihr über den Link bestellt, bei unserem Partner weitere Maschinen nochmal gratis on top. Und ja, wir haben auf der Gamescom schon gesehen, das ist wirklich quasi alles Mögliche in diesem Paket drin. Das ist ein Roll-Up Patch, wie ich immer so schön sage. Da ist alles Mögliche drin. Da sind 6 Maps dabei und die ganzen Fahrzeuge sind drin und so weiter und so weiter. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut euch gerne nochmal unser Video dazu an. So, dann fahren wir mit dem mal hier zum Händler, damit wir den Kartoffelroder leihen können, würde ich sagen. Und ich zeige euch mal, was ich hier gemalt habe. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist denn hier Hof C Lager? Ist der jetzt rückwärts da reingefahren? Echt jetzt? Weil der kann dann halt Kraut schlagen, ne? Kann er direkt hier anfangen. Kann er direkt wieder zum Händler fahren. Aber ich wollte euch eben kurz vorher was zeigen. Warten Sie kurz. So. Was ich hier gemalt habe. Oh, erinnert euch an das Dach? Die Dachform erinnert mich gerade voll an diese orangen Traktoren, die immer so ein super Sonderpreis waren. Diese polnischen, wie hießen die nochmal? So, das hier habe ich gemalt. Ich habe die Wege ein bisschen breiter gemacht. Ursus, genau. Ursus war's. Wo sind die eigentlich? Warte mal, gibt's die noch? Nee.
Mache vielleicht was mit Playway oder so. Mal gucken. Gut. Also die Wege habe ich ein bisschen breiter gemacht und dann habe ich hier überlegt, wie machen wir das denn jetzt eigentlich mit den Hallen? Und das Ganze sieht jetzt so aus. Guck mal hier. Schöne, einladende, große Rundungen. Ich weiß, ihr mögt große Rundungen. Kappa, Klaus, Mickey Maus. Und dann hier auch. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir versucht, die Halle beim Malen sozusagen als Referenz zu nehmen. Und da bin ich hier ein paar Mal so hier lang und habe dann immer geguckt, hier unten in diesem Spalt zum Beispiel, bis die Kamera halbwegs gerade war. So, ne? So. Nee, ist sie nicht. Aber so vielleicht, so ungefähr. Und dann bin ich einfach mit dem Pinsel und habe dann einfach so den Monitor einmal so rauf, runter. Und dadurch sind es dann gerade Linien geworden. Auch hier, ne? So habe ich das da genauso gemacht. Ja, das ist jetzt hier unser neues Hallengebiet. Ich glaube, das kann man ganz gut so nutzen. Und du fährst jetzt auch mal bitte zum Händler. Ah, hier müssen wir noch Wege reinmachen, ne? Also hier sind noch keine Wege gelegt. Und dann machen wir jetzt völlig unverhofft Kartoffeltechnik. Da ist ja gar nicht mitgerechnet. Und ja, wie ich gerade schon sagte, hier müssen wir noch Wege reinmalen. Das machen wir mal nicht in der Folge. Da habe ich so viele Videos zu gemacht. Ich glaube, das nervt dann auch hier. Wäre das möglich? So. Das bedeutet, wir brauchen einen Krautschläger. Beziehungsweise, nee, warte mal, 200 PS. Der hier hat einen drin. Der Keiler einen dran. Direkt aus dem Boden. Krautschläger. Da sollten wir den nehmen. Oder? Brauchen wir mit dem jetzt gar nicht weiterfahren? Warte mal. Fahren wir eben hier an den Rand. Der kann eigentlich dann wieder zum Hof, oder? Junge, Junge, Junge. Jetzt geht's aber voran hier. Weil der kann dann mit dem zweiten Anhänger vielleicht den Kartoffelruder abladen. Wobei der Kartoffelruder vermutlich ist der zweite Anhänger, den wir haben. Boah, ey, was machen wir hier gerade eigentlich? Es geht ja richtig ab. Der ist vielleicht zu groß dafür. Lass mal gucken. So, jetzt aber. Kartoffeltechnik. Den hier. Konfigurieren. Kriegen wir den irgendwie höher? Nee. So, dann machen wir mal hier. Keine Ahnung. MM. 0, 0, 0. 0, 0. Das ist ein gemietetes Gerät. Okay, mieten. Für 10.000, das muss auf jeden Fall mehr rauskommen, ne, das Geld. Der fährt ab. Dann holen wir den mal. So, dann geht's gerne. Nächsten Folge machen wir eine ganz spontan Kartoffelernte, Leute. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Was ist passiert? So. Und ja. Außerdem müssen wir noch gucken, welcher Pömpel ist denn das hier für die Felder? Pömpel 5 wäre das, ne? Gucken wir mal, ob er da ankommt. Und ob das geklappt hat. Zack. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und nein, du wirst jetzt nicht wieder hier runterfahren. Das könnten wir auch mal eben beheben. Wie machen wir das? Wir setzen ganz einfach Folgendes. Den hier. Weiter rüber. Und fügen hier Punkte hinzu, die ermöglichen, dass Fahrzeuge, die wir hier abstellen, das hier als näher ansehen, als die Straße da unten. Ne? Das ist so das Ziel der ganzen Geschichte hier. So, damit haben wir das Problem auch gelöst, ein für alle Male. Belöst vor allen Dingen. So. Jetzt geht's los. So, ich hoffe, dass der Kartoffelernter, dass er überhaupt kein Träger mit dem Kartoffelernter, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und nochmal der Hinweis, 15% sparen, Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr mein Angebot. Und die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Kartoffel Plus. Hier ist jetzt Schluss. Wenn ihr nichts verpassen wollt, auch gerne ein Abo dalassen.
Tschüss.